Der Goldpreis scheint weiterhin kein Halten zu kennen. Kemal Bakshi, woher kommt dieser Hype um das gelbe Edelmetall? Guten Tag, Herr Tilgen. Ja, tatsächlich ist der Goldpreis zuletzt noch mal deutlich gestiegen. Wir haben die 2.400-Dollar-Marke pro Feinunze geknackt. Seit Mitte Februar ist das ein Plus von fulminanten 20%. Und das entgegen jeder Vernunft quasi, denn die Faktenlage ist eine ganz andere. Eigentlich haben wir Inflationsdruck, die Zinsen steigen. Das heißt, wir haben in den USA zum Beispiel im 10-Jahres-Bereich ein 0,5% Anstieg gesehen. Und trotzdem nimmt der Goldpreis weiter zu, obwohl die Opportunitätskosten eben zunehmen. Und wir sehen auch einen weiter erstarkenden US-Dollar. Und trotzdem legt der Goldpreis zu. Aus Sicht unserer Analysten kann das eigentlich nur mit geopolitischen Risiken erklärt werden. Sie gehen davon aus, dass die Eskalation im Nahen Osten, die Situation vor Ort dazu führt, dass die Anleger in sicheren Hafen flüchten, dass Gold Auftrieb gibt. Zusätzlich kommt der Faktor China hinzu. Da haben wir jetzt sehr lange Zeit starke Zentralbanknachfrage gesehen. Wir glauben, dass es jetzt nochmal einen Nachfrageschub seitens der privaten Investoren gibt, denn die gehen weg aus Immobilien und Aktien und scheinen in Gold zu gehen. Da sehen wir zumindest, dass die Goldimporte sich mehr als verdoppelt haben dieses Jahr. Wie weit könnte das den Goldpreis alles noch nach oben treiben? Ja, tatsächlich, unsere Analysten haben sich genau diese Frage gestellt und haben auch historisch nochmal die Beziehungen geprüft. Und Gold ist ein sehr starkes Erwartungsinstrument. Das heißt, viele Erwartungen sind jetzt in dem aktuellen Preis schon vorweggenommen. Und wenn es nun doch irgendwann zu Zinssenkungen kommt, die sich ja nach hinten verschoben haben aufgrund der starken Inflation, weiterhin starken Inflation in den USA, sollten die Zinssenkungen kommen, stellen unsere Analysten fest, ist der Preisanstieg schon vorweggenommen und dann sehen wir keine weitere Erhöhung mehr. Deshalb glauben wir, dass die Nachfrage oder der Goldpreis auf diesem hohen Niveau gestützt bleibt, je nach politischer Situation. Aber dass wenn die Zinssenkungen kommen, wir keine weitere deutliche Erhöhung mehr im Goldpreis sehen. Ja, diesen Zusammenhang zwischen Gold und Zinsen, von dem hört man immer wieder. Wo ist denn da eigentlich wirklich der Zusammenhang, den man da annimmt? Und warum funktioniert das so, wie man es annimmt, im Moment eben gerade nicht? Genau, also historisch gibt es da eine sehr enge Verflechtung zwischen Zinsen im US-Dollar-Raum und dem Goldpreis. Denn die Zinsen sind ja der Preis für die Papierwährung in den USA. Steigen die Zinsen, stärkt das auch kurzfristig den US-Dollar. Das ist die Situation, die wir aktuell beobachten. Das würde bedeuten, dass Anleger mehr Zinsen in US-Dollar bekommen. Und das würde die Opportunitätskosten erhöhen, Gold zu halten, denn Gold zahlt im Moment keine Zinsen. Dann fällt in der Regel die Goldnachfrage. Investoren gehen in lukrativere Zinsen. Sollte aber das Vertrauen in die Papierwährung schwinden, das heißt der US-Dollar abwerten, stärkt es den Goldpreis, denn Anleger flüchten dann vor der Abwertung des Papiergeldes und flüchten dann in das stabilere Gold. Aktuell hingegen sehen wir beides, US-Dollar und Zinsen steigen und trotzdem steigt der Goldpreis, weil Gold eben noch diese sichere Hafenfunktion hat. Und aufgrund der geopolitischen Risiken, die wir im Moment in der Welt haben, insbesondere aber auch im Nahen Osten aus Sicht unserer Analysten, flüchten die Anleger in den sicheren Hafen Gold. Das heißt, wir sehen hier so etwas wie eine politische Prämie, unabhängig von der historischen Korrelation der Fundamentaldaten. Ja, als Trader ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend für mich, weil ich schaue vor allen Dingen auf die Bewegungen, die ich nutzen kann fürs Trading. Wie kann ich überhaupt auf Gold traden, mit Gold traden? Das geht sehr gut, zum Beispiel mit den klassischen Hebelinstrumenten im Zertifikatemarkt. Da gibt es verschiedene zur Auswahl. Bei den Privatanlegern am beliebtesten sind weiterhin die sogenannten Unlimited Knockout Turbos. Das sind die Turbos ohne Laufzeitbegrenzung. Anleger wählen hier eine Knockout-Barriere. In der Variante, wo man auf steigende Preise setzt, liegt die unterhalb des aktuellen Spotkurses für Gold. Und je nachdem, welchen Hebel man wählt, kann man den Abstand größer wählen. Und dann kann man eben gehebelt an steigenden Preisen partizipieren. Umgekehrt gibt es die Short-Variante. Dort kann man dann von fallenden Goldpreisen profitieren. Und die Knockout-Barriere wäre oberhalb des aktuellen Gold.
Ja, also das sind die sogenannten Turbo-Optionsscheine, von denen immer wieder gesprochen wird und beliebt eben, wie Sie schon gesagt haben, in der Variante, dass sie keinen zeitlichen Verfall haben, aber eben eine Knockout-Barriere. Worauf kommt es dabei in der Praxis an, wenn ich mit solchen Turbos auf Gold setzen will? Also grundsätzlich sind diese Papiere sehr liquide und sehr gut handelbar. Wir machen einen Markt von 8 bis 22 Uhr, zum Beispiel für die Knockout-Papiere. Und es wird auch jeden Tag emittiert, sodass Sie immer ein enges Netz haben an Produkten, die Sie auswählen können. Aber Anleger müssen wissen, eben dieser Schein kann jederzeit ausknocken. Das heißt, sobald der Goldpreis diese Barriere nur, auch nur einmal erreicht, dann ist der Schein wertlos. Und das kann in einem 24-Stunden-Markt passieren. Hm. Also das kann auch über Nacht erfolgen. Und deshalb empfiehlt es sich eigentlich, einen großen Abstand zu wählen zum aktuellen Spotkurs, damit eben der Markt auch Platz hat zu atmen. Selbst hier eine ordentliche Korrektur würde dann zum Beispiel einen Schein, der hier unten eine Barriere hat, weiterhin aktiv halten. Und damit man bei einer Wiedererstarkung zum Beispiel wieder dabei wäre. Und deshalb lieber einen großzügigeren Puffer wählen. Also wenn man jetzt einen Hebel 5 wählen würde, dann wäre das hier etwa bei 18,20 wäre dann die Barriere. Der Goldpreis hätte dann etwa Platz für eine Korrektur von über 20%. Und dann wäre ich immer um die fünffache Wertentwicklung, des prozentualen Wertentwicklung des Goldpreises dabei, sowohl nach oben als auch nach unten. Es gibt eben genau diese beiden Varianten, nach oben und nach unten mit einem Turbo-Optionsschein zu setzen. Da ist natürlich interessant, was so die Trader, die das regelmäßig machen, im Moment präferieren. Setzen die eher auf weiter steigende Goldnotierungen oder doch bald eher wieder nachgebende? Ja, interessant. Also Gold ist eines der beliebtesten Basiswerte, mit denen gerne getradet wird, obwohl die Volatilität des Goldpreises ja historisch eher gering ist. Und trotzdem ist das ein viel beachteter Basiswert. Und da ist die Neigung, eher auf steigende Kurse zu setzen. Das ist bei Privatanlegern ohnehin die bevorzugte Variante. Hat sich jetzt auch in den vergangenen Wochen durchaus bestätigt. Und dann gibt es aber noch die ganz erfahrenen Trader, die sagen, wenn etwas so steil steigt, dann erwarte ich eher ein abruptes Zurückkommen des Preises und setzen dann auf die Gegenposition. Und gerade diese Instrumente, diese Knockout-Instrumente, insbesondere im Bereich der hohen Hebel, müssen sehr aktiv beobachtet werden, sodass Trader quasi zum Beispiel lange auf Long setzen und dann vielleicht der Meinung sind, okay, jetzt erreiche ich hier irgendwo eine obere Barriere charttechnisch und gehe lieber auf die andere Seite, sodass sie auch täglich wechseln können. Ja. Aber ich habe richtig verstanden, trotz des hohen Niveaus ist die Mehrheit der Trader noch eher auf der Long-Seite, also geht davon weiter steigenden Goldnotierungen aus. Ganz genau. Also weiterhin long, aber wie gesagt, mit einer recht kurzfristigen Haltedauer. Wie sieht es mit den Risiken aus? Also ein Risiko ist natürlich der Totalverlust, wenn der Knockout erreicht wird. Gibt es noch weitere? Genau, das ist das allergrößte Risiko. Wird die Barriere erreicht, tritt sofort ein Totalverlust ein und ich bekomme nur noch einen Erinnerungswert von einem Zehntel Cent. Ich muss wissen, dass ich eben gehebelt investiert bin. Das heißt, wenn ich hier einen Hebel von 5 wähle, dann bedeutet eben ein Goldpreiseinstieg um 5%. Dass ich um 25% dabei bin und in die entgegengesetzte Richtung eben einen 25%igen Verlust mache, wenn der Goldpreis nur 5% verliert. Das muss ich wissen. Also ich habe deutlich höhere Schwankungen. Und ich muss natürlich wissen, dass der Goldpreis in US-Dollar notiert, wohingegen mein Knockout-Zertifikat in Euro notiert. Also ich habe hier noch ein Wechselkursrisiko. Sollte der US-Dollar gegenüber dem Euro stärker werden, erziele ich einen Währungsgewinn und umgekehrt einen Währungsverlust, wobei die Kursbewegungen hier den deutlich stärkeren Effekt haben in der Regel. Ja, also das ist wichtig. Und dann gibt es auch noch, auch wenn Turbo-Optionsscheine gar nicht so lange unbedingt gehalten werden, aber theoretisch ja denkbar, das Risiko der Emittentenbonität, was muss ich da wissen? Genau, da muss ich auf die Zahlungsfähigkeit des Emittenten immer setzen, denn letztlich ist das eine Inhaberschuldverschreibung der begebenden Emittentin. Sollte das begebende Institut zahlungsunfähig werden, dann droht hier auch ein Ausfall der Rückzahlung des Zertifikats, unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. Ja. Kemal Bakci, vielen Dank für den Blick hier auf das Trading mit Gold, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen.